Dynamic Pricing ist das Thema vom Nachmittag. In der Agenda ist gestanden ein ÖRD-Vortrag, weil es ursprünglich geplant war, dass die ÖRD, die nämlich für die Arbeiterkammer eine Studie gemacht hat zu diesem Thema, das vortragen wird. Das ist sich zeitlich nicht ausgegangen, kein Problem. Ich habe mir die Studie selbst durchgelesen und habe sie um meine Retail- und Handelserfahrung der letzten 20 Jahre bereichert und daraus eine PowerPoint-Präsentation gebastelt. Es freut mich total, heute diese Präsentation zu halten und über das Thema Dynamic Pricing einiges zu erzählen. Vielleicht zu meiner Person ganz kurz. Im wirklichen Leben bin ich Unternehmensberater und habe mich spezialisiert auf die neue digitale Arbeitswelt. Als ein Kernthema bzw. die digitale Transformation und alles, was dazugehört. Dynamic Pricing ist ein ganz kleiner Bereich eigentlich jetzt davon, aber im Prinzip geht es mir eigentlich darum, Dinge zu digitalisieren. Ich habe selbst sehr lange Zeit von zu Hause aus gearbeitet, viele Erfahrungen sammeln können. Das Thema ist in aller Munde, Digitalisierung bei der Bundesregierung, im Education-Bereich etc. etc. Ein wirklich sehr spannendes Thema, wo man auch aufpassen muss, von der Erziehung angefangen, dass man die Dinge richtig macht. Security ist da auch ein Thema, das teilweise einfällt, aber zu Security gibt es noch einen interessanten Nachredner nach mir. Ja, die zweite Seite ist mein Engagement bei der Digital Society, wo ich mich um Networking, Moderation, Vorträgen und um das Thema Digitalisierung per se eigentlich auch kümmere. Also eine sehr gute Möglichkeit, das zu ergänzen. Fragen? Das ist die Folie, die normalerweise immer ganz zum Schluss kommt. Im Prinzip ist das für mich eigentlich nur jetzt ein kleiner Denkanstoß, weil ich einige Fragen an Sie habe. Die erste wichtige Frage ist, bitte um Handzeichen, wer ist für per Du? Okay, ist die Mehrheit. Gegenfrage per Sie, wäre keiner gewesen. Wunderbar, sind wir ab sofort per Du, bin ich gewohnt, ist mir eigentlich eh auch lieber. Weitere Fragen, die ich hätte, wer hat schon einmal oder wer kauft online im Internet Waren ein? Bitte um Handzeichen. Gut. Wer hat ein Smartphone? Okay, fast alle. Und wer macht Online-Bestellungen mit dem Smartphone? Niemand. Okay. Das hat mich jetzt etwas überrascht und noch nicht. Der allgemeine Trend ist eigentlich im Moment, dass immer mehr Bestellungen online getätigt werden, auch über das Smartphone. Speziell in der Käuferschicht Generation Y, die Millennials bzw. Generation Z. Meine Tochter zählt sich mit ihrem iPhone ebenfalls zu dieser Zielgruppe. Das heißt, dort werden viel mehr Käufe getätigt und viele Leute haben eigentlich gar keinen PC mehr zu Hause. Wenn ich jetzt in andere asiatische Länder schaue oder in Entwicklungsländer, die haben ein Smartphone, oft nicht einmal das und darüber werden eigentlich Einkäufe getätigt. Trend geht allerdings sehr in die Richtung. Ich weiß nicht, Werner, ob du bei deinem Facebook-Vortrag noch etwas dazu sagen wirst, aber der Trend geht im Prinzip dorthin. Auch die ganze mobile Werbung etc. etc. geht eigentlich auf den Handymarkt, ist für heute eigentlich auch eine sehr wichtige Voraussetzung. Wir haben heute schon gehört, stationärer Handel. Und was gibt es jetzt da eigentlich bei den Dynamic Pricing zu berücksichtigen? Es gibt auf der einen Seite, wir wissen es, den stationären Handel und auf der anderen Seite gibt es den Online-Handel. Wobei der Online-Handel jetzt in Österreich ungefähr 15% erst, muss ich sagen, ausmacht von den Einkäufen, die insgesamt getätigt werden. Allerdings, die Zuwachsraten pro Jahr sind wesentlich höher. Das heißt, man kann auf so einer Linie dann eigentlich sehen, dass der Online-Handel eigentlich immer mehr von diesem stationären Handel wegnehmen wird. Hat es eigentlich Dynamic Pricing, also Preise, die sich im Prinzip den Gegebenheiten anpassen, schon gegeben im stationären Handel? Frage schon beantwortet. Einer der bekanntesten Dinge sind Regenschirme. Schon in der Vergangenheit, wenn es irgendwann geregnet hat, war es so, dass eigentlich auf einmal die Regenschirme auch in so Fußgängerzonen wieder unten auf einmal andere Preise hatten, wenn die Leute sozusagen keine andere Möglichkeit haben, sich einen Schirm zu besorgen. Also das hat es eigentlich auch schon gegeben. Kleingewerbe macht das im Prinzip auch, ist noch ein Thema, zu dem wir auch kommen werden.
Und ein anderes Thema, und ich glaube, Andi, du hast es gesagt, sind die Tankstellen. Fällt dann jetzt eigentlich nicht in die Wetterdinge, aber wenn ich keine andere Wahl habe und jeder kennt es, man fährt von Italien Urlaub nach Hause und irgendwann ist der Sprit leer, dann habe ich zwei Möglichkeiten, entweder ich fahre von der Autobahn ab und tanke günstig oder ich fahre mit der Familie zu einer der nächsten Tankstellen, die eigentlich dort sind, und wenn man da einen Preisvergleich macht, also der Preisaufschlag beim Sprit ist dort 15, manchmal sogar 20%, nicht nur auf das, was man im Supermarkt dort kaufen kann, sondern auf den Sprit im Prinzip selbst auch. Für mich ist es dann oft nicht nachvollziehbar, warum ich jetzt eigentlich, wenn ich nur irgendwelche Bedürfnisse zu erledigen habe, dafür auch dann noch extra bezahlen muss. Eine Frage. Warst du oder warst du in Amerika und hat gesehen, ob man den Tankstellen dort auch so viel zu? Ja. Also wo es geht, wird das eigentlich im Prinzip ausgenutzt, wobei bei den Tankstellen, aber zu denen kommen wir auch noch, kommt dann auch noch eine andere zeitliche Komponente dazu. Genau, auch auf das kommen wir noch. Dann gibt es den Online-Marktplatz. Beim Online-Marktplatz, und das haben wir heute auch schon gehört, gibt es ja Firmen, die immer wieder erwähnt werden, beispielsweise A wie Amazon. Und da habe ich eben die Möglichkeit, dass ich entweder kaufe über den Computer, sei das jetzt ein Apple oder sei das irgendein Windows-basierter PC, oder ich kann kaufen über mobile Devices. Ich habe da jetzt einmal ein Handy genommen oder ich kann über ein Tablet oder dergleichen kaufen. Der Unterschied jetzt bei den Online-Marktplatz ist natürlich beim Dynamic Pricing, das geht wirklich so. Weil wenn Amazon sagt, von der einen Minute auf der anderen Minute kostet ein Gerät mehr oder weniger, dann wird es im System sofort umgestellt. Bei der Tankstelle, um beim Beispiel zu bleiben, ist es ja reglementiert worden, da darf ich nur mehr einmal am Tag umstellen, um eine bestimmte Uhrzeit, beziehungsweise um da eine Transparenz reinzubringen, gibt es auch glücklicherweise schon Spritspar-Apps, wo ich dann sehe, wo ist die günstigste Tankstelle eigentlich in der Nähe. Beim Online-Marketplatz aber habe ich eben die Möglichkeit, sozusagen Preise dynamisch zu verändern. Und da kann ich auch verschiedene Kriterien anwenden. Ja. Also wenn wir bei den Regenschirmbeispiel bleiben oder bei anderen Beispielen, könnte ich sagen, ich koppel das automatisch mit dem Wetterbericht, dort wo es regnet oder was, werden auf einmal die Regenschirme teurer. Sollte ich eine Drohnenzustellung haben, die mir den Regenschirm natürlich sofort abwirft. Das wäre die Voraussetzung dabei. Und das ist jetzt nicht die Nachspeise, sondern das sind zwei schöne Schoko-Cookies, die ich auch gerne esse. Und das ist jetzt auch der große Unterschied im Gegensatz zum stationären Handel. Wenn ich im Online-Handel bin und ich gehe auf eine Webseite, dann bekomme ich Cookies installiert. Und in den Cookies stehen die verschiedensten Sachen drinnen, zum Beispiel, welche Seite habe ich angeschaut, welches Produkt habe ich angeschaut. Wenn ich dann irgendwo anders surfe, sollte es mich nicht verwundern, wenn ich sozusagen immer wieder Werbungen bekomme, genau für das Produkt, das ich mir bei einer Online-Seite schon angesehen habe. In Abhängigkeit dessen, und auch darauf komme ich noch zu sprechen, kann sich auch der Preis ändern. Das heißt, wenn ich dreimal auf eine Seite schaue und immer ein Produkt ansehe, kann es sein, beim vierten Mal hat das Cookie den Schwellwert erreicht, ist das Produkt auf einmal teurer. Ich habe es nirgends anders gefunden, herumgesucht, und wenn ich wieder zurückkomme, ist es auf einmal teurer. Kann natürlich auch sein, dass es umgekehrt ist. Auch auf diesen Fall komme ich dann auch genau zu sprechen. Es gibt verschiedene Kriterien auch jetzt für ein Dynamic Pricing. Und eine dieser Kriterien ist zum Beispiel die temporäre Komponente. Und damit wären wir bei der angekündigten Tankstelle. Immer vor Ferien, Pfingstmontag, Ostermontag, können Sie mal selber eine Stricherliste machen und aufschreiben, was der Spritpreis kostet. Dort, wo ich den Familienausflug nach Vorarlberg zur Familie plane oder wo immer meine Familie zu Hause ist, werden auf einmal die Spritpreise ansteigen vor dem Wochenende und meistens dann am Montag, es sei denn, es ist ein Feiertag, dann am Dienstag oder am Tag darauf fallen sie eigentlich zurück. Also die Leute, die jetzt brav am Wochenende noch den Tank leer fahren und am Montag in der Früh vor der Fahrt in die Firma oder wenn Sie pendeln, tanken wollen, die dürfen auch noch mehr zahlen. Aber meistens dann so ab Dienstag gehen die Preise eigentlich wieder runter. Das heißt, bei dem Bewusstsein kann man Geld sparen, wenn man das System durchschaut hat, wie transparent das im Prinzip ist und dann sagt, ich tanke dann, wenn es am billigsten ist und das ist üblicherweise jetzt nicht nach Freitagnachmittag oder am Samstag oder am Sonntag, wenn die Leute eh zur Tankstelle fahren, um vielleicht das Auto mal wieder waschen zu lassen, sondern da ist es besser, wenn man unter der Woche im Prinzip tankt. Und ein ganz nettes weiteres Beispiel ist auch noch für temporäre Anpassung Fluglinien. Und Fluglinien sind wirklich allen anderen Online-Shops Jahre voraus.
Wenn Sie sich erinnern, vor 15 oder 20 Jahren hat man gewusst, ein Wien-New York-Flug kostet einen bestimmten Preis und das Ticket, der Ticketpreis war eigentlich das ganze Jahr gleich. Ja. Die hat sich dann geändert, wenn Sie viel fliegen mit der Firma, haben Sie vielleicht einen Discount bekommen, aber ansonsten war der Preis eigentlich immer gleich. Die waren die ersten, die Fluglinien, die gesagt haben, wir passen das eigentlich an. Ja. Wenn wir dann leeren Flieger durch die Gegend fliegen, macht eigentlich keinen Sinn, da gebe ich das Ticket lieber günstiger her. Und heute sind wir im Prinzip so weit, dass ich sage, wenn ich jetzt kurzfristig plane und es ist noch etwas frei und man erkennt hier, ja, jetzt kann ich dieses Tool hier zweckentfremden. 23. bis 26. Juni habe ich eben eingegeben, wie die PowerPoint-Folie fertig gemacht habe. Sieht man da eigentlich ganz genau, da ist jetzt noch etwas frei, wenn ich nämlich nach Stockholm fliegen will, ARN, und siehe da, der günstigste Flug war da ein Flug mit der Swiss, reduziert 19% Einsparung. Bevor Sie leer fliegen, gibt es das günstiger. Was die Konsumenten nicht wissen, aber was im Hintergrund auch mit der TU Wien übrigens entwickelt wurde, von der Austrian Airlines und andere Airlines haben das auch gemacht, sind sogenannte Algorithmen. Und diese Algorithmen machen eigentlich im Prinzip Folgendes, nämlich Angebot und Nachfrage. Wenn das Angebot groß ist, dann sind die Preise unten. Wenn die Nachfrage groß ist, dann steigen die Preise. Das heißt, die Fluglinien überwachen sich gegenseitig. Da ist ein Webbot, der schaut jetzt einmal zum Beispiel für den Flug Wien-Stockholm. Wie viele Sitzplätze hat die Swiss selber frei? Das wissen Sie ohne dies. Und dann schauen Sie sozusagen, gibt es den Flug noch von einer anderen Fluglinie, wird der noch angeboten? Gibt es da in der Economy noch was? Sobald bei der anderen Fluglinie ein Flug nicht mehr vorhanden ist, sagen Sie, die Nachfrage ist zwar noch da, aber die haben keine Plätze mehr. Aus dem Grund kann ich für mein Ticket mehr verlangen. Das geht jetzt nicht eins zu eins, das sind dann Algorithmen dazwischen, aber das kann man im Prinzip auch beobachten. Machen Sie selbst mit Freunden den Versuch, wenn Sie auf Urlaub fliegen und Sie buchen 6 oder 8 Tickets, zu 4 zusammensetzen, habe ich selber schon einmal gemacht, für einen Urlaubsflug, und Sie geben das alle gleichzeitig mit dem Notebook ein. Und dann schauen Sie eine halbe Stunde später, wenn Sie gleich gesagt haben, reservieren, ist auf einmal der Ticketpreis in der Höhe. Weil schon im Prinzip 8 oder 10 Buchungen ausreichen können auf einen Flug, der jetzt selten vorhanden ist, in der Urlaubszeit auf einmal der Preis ansteigt. Und es geht auch in die andere Richtung zurück, das heißt, der Preis geht nach oben. Und dann nach einigen Tagen, wenn Sie sehen, die Leute, die jetzt da zwar nachgefragt haben, aber jetzt offensichtlich nicht gebucht haben, und der Zeitpunkt des Fluges rückt näher und der Flieger ist leer, dann gehen die Preise im Prinzip auch wieder runter. Tendenziell ist es allerdings so, und zu den raten auch die Fluglinien, und auch mein Erfahrungstipp geht in die Richtung, für einige Flüge in der Urlaubszeit, wo es ohne dies zu wenig Flieger gibt, sollte man wirklich zeitig buchen, weil ansonsten steigt der Preis immer an. Aber können Sie mitverfolgen. Aber im Hintergrund, auch für Linienflüge bzw. Business-Class-Flüge, werden Sie sehen, das pendelt komplett und passt sich im Prinzip an im Hintergrund, obwohl Sie die Kriterien eigentlich gar nicht kennen. Aber der Ticketpreis entsteht im Prinzip nicht zufällig. Und auch so Dinge dann wie, man konnte es verfolgen, wie beispielsweise der unaussprechliche Vulkan in Island ausgebrochen ist. Ja, also ich bringe es nicht zustande, das auszusprechen und vergesse es immer wieder. Aber auch da hat man gesehen, dass auf einmal bei den Bahnlinien oder dergleichen die Ticketpreise angestiegen sind. Angebot und Nachfrage, ganz einfach. Dann gibt es noch ein zweites Kriterium, nämlich die Dringlichkeit. Bitte eine Zwischenfrage. Weißt du, ob die Ticketpreise in Reisebüros auch diesen Schwankungen unterliegen? Unterliegen den gleichen Schwankungen, weil das geht alles im Prinzip in ein Reservierungssystem, das sich Amadeus nennt, zumindest in Österreich sind das die Platzhirschen, und die gehen dann alle im Prinzip drüber. Was die im Reisebüro allerdings machen können gegenüber den Online-Buchern, die können ein Ticket vorreservieren eine Zeit lang. Das haben sie sich ausverhandelt und da ist dann dieser Preis für einen Zeitpunkt eingefroren. Das kann ich jetzt als Online-User im Prinzip nicht machen, dass ich sage, ich reserviere dieses Ticket. Geht nicht. Man könnte jetzt den Spaß machen und sagen, bei einem Ticket, das ich wieder stornieren kann, zum Beispiel Business Class, bestelle mal 20 Tickets, schau, was passiert mit dem Preis, weil ich kann ja dann auch zurücktreten. Also auch so könnte man im Prinzip da manipulieren. Aber zurück zur Dringlichkeit. Das ist ein Bild von Taxis, und das Wort Uber ist heute noch nicht erwähnt worden. Hurra, ich bin der Erste, der jetzt Uber erwähnen darf. Das Beispiel bezieht sich nämlich auf Uber. Uber gibt ganz offen und ehrlich zu in San Francisco und in anderen amerikanischen Städten, dass sich der Preis, den ich für eine Fahrt bezahle, eigentlich dynamisch verändert.
Beispiel, das auch in der AK-Studie genannt wurde. San Francisco zum Beispiel, Bay Area, dort schneit so gut wie nie eigentlich, aber ein-, zweimal im Jahr kann es schon passieren, dass auch dort Schnee fällt. Wenn dort Schnee fällt, die Amerikaner haben alle Sommerreifen, fährt jeder mit einem Taxi. In dieser Zeit geht der Tarif bei Uber um das bis zu 8-fache in die Höhe. Jeder möchte ein Taxi haben und irgendwo hingelangen. Das heißt, der Preis wird sofort dynamisch angepasst. Auch in New York, wenn es regnet, wenn zu wenig Fahrer unterwegs sind oder dergleichen, steigt der Fahrpreis an. In Amerika ist das zum Beispiel komplett akzeptiert, wenn man schon mal in New York war. Die New Yorker fahren U-Bahn, gehen vielleicht 2 Block zu Fuß, aber wenn es regnet, dann möchte jeder ein Taxi haben oder halt einen Uber-Fahrer und dann ist er auch bereit, dafür mehr zu zahlen. Das heißt auch hier im Prinzip eine komplette Anpassung. Was da auch noch reinfällt, natürlich mit den Autos, ist die Dringlichkeit zu tanken, haben wir eh vorher besprochen. Also wenn das die letzte Tankstelle vor der Grenze ist oder dergleichen, was da kriegen einen günstigen Sprit, dann tanke ich halt dort im Prinzip. Ja. Das ist dann noch das geringere Übel, in Österreich die teuerste Tankstelle zu nehmen auf der Autobahn, als die erste in Italien, wo es dann aus steuerlichen Gründen noch etwas mehr kostet. Dann gibt es noch die Komponente Standort. Da ist jetzt ein Bürowarengeschäft. Ich habe leider nicht mehr dazu gekommen, ein Libro irgendwo in Wien zu fotografieren. Auch die Standortabhängigkeit. Wenn ich das einzige Papierwarengeschäft bin in der Straße, der Umgebung, irgendwo, wo lauter Bürogebäude sind, dann werden dort natürlich die Preise höher sein im stationären Handel. Beeinflusst wird das natürlich jetzt wieder mit schnellen Lieferzeiten, wenn ich sage, mir gehen die Büroklammern aus oder die Klammern für die Klammermaschine oder dergleichen, dann werde ich da runtergehen und kaufe das, egal was das kostet. Wenn ich sage, ich bevorrate das, dann kaufe ich es halt online. Und auch Mischformen davon gibt es im Prinzip. Ein weiteres Beispiel, und da bin ich jetzt wieder bei einem meiner ehemaligen Lieblingskunden, nämlich bei den Fluglinien, ist das Beispiel Swiss Air. Swiss Air hat es eine Zeit lang wirklich geschafft, dass wenn ich von der Schweiz aus, nämlich von Zürich, in irgendeine andere Destination fliegen will, beispielsweise Mallorca, sonst irgendwo hin, London, dann war das Ticket teurer, als wenn ich geflogen wäre von München nach Zürich und von Zürich nach Mallorca. Das heißt, sie haben es auch ausgenutzt, dass sie sagen, von Zürich gehen die Flüge dort irgendwo hin. Die Schweizer haben ganz einfach etwas mehr netto am Ende des Monats und das wurde ausgenutzt und sie haben gesagt, okay, wenn du von Zürich wegfliegen willst und nicht von einer anderen Destination, dann musst du ganz einfach für das Ticket mehr bezahlen. Die Gefahr, die dabei entsteht, ist natürlich, dass sich der Kunde veräppelt vorkommt und sagt, okay, da fahre ich jetzt über die Grenze und fliege irgendwo mit der Rheintal oder dergleichen von Österreich nach Zürich und dann weiter und dann ist das Ticket billiger, als wenn ich direkt von Zürich fliege, also irgendwo wird es dann auch nicht mehr akzeptiert. Und sobald es Alternativen gibt mit anderen Fluglinien, Ryanair, da hat es auch das Beispiel gegeben, wo die Austrian Airlines immer geflogen ist, Wien-Innsbruck, ein Tagesflug, der relativ teuer war, glaube ich 800 Euro, dann hat die Ryanair oder dergleichen 400 Euro verlangt, dann hat die AA auch weniger verlangt, jetzt ist die Ryanair, fliegt nicht mehr dort, ist der Ticketpreis auch wieder in die Höhe gegangen. Also ein typisches Beispiel von Angebot und Nachfrage. Dann ist es auch abhängig, welchen Vertriebskanal habe ich eigentlich in meinen Unternehmen. Ja? Welchen Vertriebskanal habe ich, nämlich Online-Shop oder nur Shop. Was bedeutet das? Der Handel hat die Möglichkeit, eigentlich den Konsumenten in eine bestimmte Richtung zu lenken. Der kann also eindeutig sagen, der Shop mit den Mitarbeitern ist mir zu teuer und ich möchte eigentlich eher, dass du gehst in Richtung Online-Shop. Und auch da ein Beispiel, ein aktueller Screenshot, da steht sogar auf der Webseite dann oben drauf, Online-Bonus-Rabatte-Vorteile im Online-Shop. Zum Beispiel, ich bekomme, wenn ich das online kaufe und nicht den Shop frequentiere, 2000 Mobile Points gleich geschenkt. Oder ich habe eine Gratisaktivierung und dann sparen wir die 69,90 Euro, wobei das wir im Shop wahrscheinlich auch bekommen. Die Gratislieferung ist eh selbstverständlich, wenn ich dann ein Handy bestelle, wo ich einen 24-Monats-Vertrag unterschreiben werde. Aber das ist eine Möglichkeit zu sagen, nur wenn ich online bestelle, bekommst du diesen Benefit, die 69 Euro, beziehungsweise halt diesen Rabatt und diese Mobile Points. Und genau so kann ich eigentlich den Konsumenten im Prinzip von der einen Plattform, nämlich von Shop, auf die Online-Plattform im Prinzip leiten. Grund dahinter, von Dynamic Pricing habe ich auch noch nicht erwähnt, ist im Falle von Handel natürlich immer eines, nämlich die Erlösoptimierung.
also den Profit zu erhöhen. Und versus, dass ich jetzt sage, ich muss noch einen zusätzlichen Shop aufmachen mit Beleuchtung, Mitarbeitern etc. etc., habe ich da einen Online-Shop, der kostet mir den Strom und die Webpage und das war es im Prinzip dann. Anderes interessantes Beispiel an dieser Stelle ist auch dann, was passiert, wenn diese Dinge aufeinandertreffen. Und auch da gibt es ein Beispiel von den Fernbussen und von speziellen dynamischen Pricing. Und das Beispiel, ich wollte ein anderes Beispiel bringen, nämlich mit der Deutschen Bahn, das werde ich jetzt auch erzählen. Die Deutsche Bahn bietet beispielsweise auf Vergleichsportalen, wo ich sage, ich möchte von Bonn nach Berlin fahren. Und was kann ich da machen? Ich kann fliegen, ich kann mit der Bahn fahren, was wahrscheinlich die schnellste und komfortabelste Möglichkeit ist auf dieser Hochgeschwindigkeitsstrecke, beziehungsweise ich kann, neuerdings gibt es ja diesen Flixbus und andere Buslinien, die sagen, sie fahren zu einem günstigen Tarif. Und wenn ich auf so ein Vergleichsportal gehe, siehe da, dann sehe ich in dem Vergleichsportal, dass die Deutsche Bahn 50% Tickets anbietet. Das heißt, ich gehe auf das Vergleichsportal und kriege dort ein günstiges Bahnticket. Aber wenn ich direkt in den Deutschen Bahn Ticketshop gehe oder wenn ich gehe am nächsten Bahnhof und sage, ich möchte das Ticket haben von Bonn nach Berlin, dann zahle ich den vollen Preis. Das heißt auch da eine Anpassung an den Mitbewerb. Gehst du dorthin oder bist du gewillt, eine billige Alternative zu nehmen, dann schenke ich dir das und ansonsten kriegst du den Normalpreis. Was ich jetzt gesehen habe in Österreich war auch beispielsweise, vielleicht habt ihr es auch gesehen, um 18 Euro nach Paris zur Fußball-WM, weil man dachte, mit der Bahn um 18 Euro nach Paris fahren, gibt es eigentlich sonst normalerweise nicht, aber vielleicht waren da einige Garnituren noch nicht ganz ausgelastet. Aber das sind ja nur Einzelplätze, das ist ja nicht der ganze Zug. Das ist nicht der ganze Zug, das sind nur im Prinzip Einzelplätze. Was da interessant war, und ich habe vorher bei der Austrian Airlines diesen Flug gesucht über Jack Felix, und witzigerweise, wie ich dann auf den Fernbusse.de gekommen bin, und ich weiß nicht, ob das jetzt aufgrund von einem Cookie war, da müsste ich mich wahrscheinlich jahrelang damit beschäftigen, was in den Cookie kodiert ist, habe ich auf einmal bekommen noch ein Angebot von der Austrian Airlines, um 89 Euro nach Rom zu fliegen. Ich habe jetzt nicht nachgeschaut, wenn man auf die Hour-Seite geht, ob ich da auch einen 89 Euro Rom-Flieg hin und zurück bekomme, oder weil das nur ist, weil ich mich nach alternativen Verkehrsmitteln umgesehen habe. Also auch da passiert mit den Cookies im Hintergrund sehr viel, wo spezielle Preise gemacht werden. Dann ein sehr, sehr wichtiges Thema für heute, was ihr auch mitnehmen solltet, sind die Endgeräte. Eine Frage war. Ja, ist das schon ähnlich bei den Hotelbuchungssystemen? Funktioniert ganz genau gleich. Buchungssysteme an, ja. Dass ich dann vielleicht genau. Ja. Zu den Hotels komme ich bei der übernächsten Folie. Bitte. Das ist eine generelle Aussage, dass man möglichst viel unterschiedlich surfen sollte, dass billiger wird. Komme ich auch noch. Okay. Kommt auch noch. Endgeräte. Und da gibt es eben diesen Fall, und jetzt sind wir eigentlich bei den Hotels, da ist schon die Folie. Endgeräte zum Beispiel hat Nordrhein-Westfalen einen Versuch gemacht. Und die sind zum Beispiel drauf gekommen, und wenn ich Seiten ansurfe, dann erkennen die, welchen Browser verwende ich. Komme ich von einem stationären Gerät? Habe ich ein Smartphone? Welches Smartphone habe ich? Habe ich ein Windows Phone? Habe ich ein Android oder habe ich ein iPhone? Ja? Und die sind ganz einfach davon ausgegangen, dass wenn jemand mit einem Apple-Computer auf diese Seite geht, dann hat er schon mal mehr Geld für die Hardware ausgegeben und dann ist er auch kaufkräftiger. Und auf der Seite von Orbitz, das ist eben so eine Hotelbuchungsseite in Amerika, sind ihm dann jetzt nicht andere Preise angeboten worden, aber die teureren Angebote sind vorgereiht worden. Also wenn ich mit einem anderen Gerät und vielleicht mit einem anderen Browser dorthin gehe, dann habe ich eine andere Reihenfolge und dann kriege ich die günstigeren Sachen vorher. Und den Apple-Usern sind ganz einfach die teureren Dinge, wenn man gesagt hat, okay, der möchte dorthin, die ersten drei schaut er sich an und dann kauft er, haben sie ganz einfach mehr zu bezahlen gehabt. Also auch das ist eine Möglichkeit von dynamischer Preisanpassung. Und das geht meiner Meinung nach immer lang, so lang gut, bis der Kunde eigentlich merkt oder bis es einen Bericht irgendwo gibt, dass er im Hintergrund manipuliert wurde und dann kann es sehr schnell in die andere Richtung gehen. Erkennt ihr das an der Hardware bei Apple oder an der Software? Also einerseits kann es am Safari-Browser und an der Version, ob das ein mobiler ist, im Prinzip erkennen, aber die Hardware wird auch mit ausgelesen. Also Hardware kann ich auch mit erkennen, ja. Das Thema ist, dass bei der Browser-Screen identifiziert
kompliziertes Gerät, ich bin noch kein Geber. Also jeder hat jetzt periphetisch nicht, was das kleinste Preis ist. Das heißt, auch bei dem Punkt, der vorher angesprochen wurde, ja, es ist empfehlenswert, einmal andere Endgeräte auszuprobieren oder immer wieder andere Endgeräte zu verwenden, weil es auch da Unterschiede geben kann. Wobei, umso mehr solche Fälle transparent werden, und dafür steht ja eigentlich die Digital Society, dass wir uns auf die Fahnen geheftet haben, dass wir im Prinzip da die Konsumenten und den Handel richtig vertreten und beraten, sollte so etwas eigentlich tunlichst nicht passieren, weil wenn es rauskommt, dann kann es sehr schnell nach hinten losgehen. Ja. Ich sage das Anbieter, ja, oder als Konsument, es gibt eine hohe Korrelation zwischen den Apple-Geräten und höherer Kaufkraft, dass die Vorschläge zielgerichtet auf die höherwertige Angebote vorgereicht werden und nicht der Preis benachteiligt werden. Das ist einfach legitim. Es ist auch legitim. Also es kann keiner was dagegen sagen. Es ist auch im Interesse beider. Ne? Wenn ich einfach eine höhere Kaufkraft habe, dann erwarte ich mir auch eher nicht einen, weiß ich nicht, der Flohkurs. Also, bitte. Wenn man ein zweites Fenster aufmache und dort weiter surfe, bleibt dann das erste erhalten und dann kannst du auch steigen. Das kommt auf die Software an, aber die Software ist meistens so gewieft, dass sie eigentlich IP-Adressen und dergleichen erkennt. Ja, also es ist auch dann oft so, wenn ich sage, ich habe ein zweites Gerät zu Hause und ich schaue dann auf den Rechner in der Firma, bekomme ich auf einmal andere Ergebnisse angezeigt, weil eine andere IP-Adresse dahinter ist. Ja. Man kann es teilweise wahrscheinlich umgehen, dass ich sage, mit dem mobilen Telefon oder mit dem Tablet, wo GSM-Chip drinnen ist, gehe ich dann eigentlich über die Funkstrecke und habe einen anderen IP-Range, als wenn ich zu Hause bin. Ja. Wie ist denn das eigentlich, ein stationäres Gerät, also ein Notebook zu Hause, verglichen mit einem Smartphone, aber jetzt nicht Apple? Gibt es da Unterschiede? Kann sein, müsste man ausprobieren, aber man kann jetzt nicht per se sagen, Standgerät, Mobiltelefone, was man schon sagen kann ist, und das kommt auch bei den Tipps, aber ich kann es jetzt vorwegnehmen, es ist oft so, oder es ist nachgewiesen, dass ich von Standgeräten aus günstigere Preise bekomme als von Mobilgeräten. Ja. Wo Leute dann halt sagen, ich habe nur das Mobilgerät, oder das Mobilgerät verwende ich ja oft, weil ich sage, okay, jetzt bin ich da am Flughafen, ich habe den Flieger verpasst, jetzt nehme ich den nächsten Flieger, ich brauche ein anderes Hotel, oder ich brauche schnell ein Taxi oder dergleichen, dann nehme ich eben das Mobiltelefon. Und was noch schlimmer ist, wenn ich dann sozusagen auch noch eigene Apps verwende, ja. Wenn ich jetzt habe sozusagen eine App von einer Hotelkette oder dergleichen, ja, dann bin ich natürlich dort auch profiliert und der schaut genau, der war schon fünfmal da und jetzt wird er ein sechstes Mal auch bei mir seine Bonusmeilen sammeln oder dergleichen und aus dem Grund habe ich vielleicht einen höheren Preis, als wenn ich als Neukunde komme. Also Dynamic Pricing wird sehr stark verwendet, um eigentlich Neukunden zu gewinnen. Ja. Auch mit diesem 50% Ticket von der Deutschen Bahn bekomme ich vielleicht im Prinzip einen neuen Kunden, kommen aber auch noch Folien dazu im Prinzip. Sehr spannend ist das auch, ich surfe in öffentlichen Bibliotheken, man sieht da, und auch wenn man den Browser wechselt, Bing, Google, man sieht da auch interessante Unterschiede und ich konnte natürlich nicht analysieren, ob das liegt an denen, die vorher dort waren und auch und Cookies hinterlassen haben, ja, und andere Studierende hat, oder woran immer. Aber noch eine Hand zu der Auswertung von Klaus. Ich meine, dass sicher eine höhere Anzahl von jungen Leuten, die Mobiltelefon versus die älteren Leute, die immer so gescheit sehen, die einfach einen besseren Schirm brauchen, UPC. Und damit ist natürlich demoskopisch ein interessanter andere Angebot. Also, wo ich sage, standortabhängiges Surfen könnte auch noch ein Riesenproblem sein, denn wenn ich im Flughafen bin, dann passt der genau, ich will jetzt wirken. Ja. Und das ist genau der Punkt, der jetzt bei der Profilierung kommt. Andi, ich gebe da vollkommen recht, demografisches Thema auch, weil auch das Surfverhalten ist anders. Ja, wenn ich irgendwas im Internet kaufen will oder buchen will, ich selbst persönlich bin eher der verschiedene Portale anschaut und einmal vergleicht, um einmal ein Grundverständnis von einem Grundpreis zu erhalten. Und dann sage ich, okay, im Verständnis zumindest den Grundpreis, den ich jetzt kenne,
kaufe ich oder kaufe ich nicht. Ja, meine Tochter mit dem iPhone oder dergleichen, die will es jetzt haben, die schaut drauf und sagt, okay, bestellen. Ob das woanders vielleicht 20% günstiger ist, ist ja egal. Ja. Die Wahrscheinlichkeit für einfach einen ausgedehnten Preisvergleich einfach sinkt. Und damit ist es auch einfach anders verhalten. So ist wichtig zu wissen halt auch bei der Profilierung der Kunden im Online-Bereich, also im Offline-Bereich, bleiben wir vielleicht beim stationären Handel ganz kurz, was gibt es da für Möglichkeit von der Profilierung? Ich kann eine Kundenkarte haben, zum Beispiel bei Chibo, und wenn ich dorthin komme und zahle, dann wissen die, okay, Herr Balicek war wieder am Samstag um 10 Uhr und hat 2 Kilo Kaffee gekauft und noch irgendwas anderes, was er braucht oder vielleicht nicht braucht, aber trotzdem gekauft hat, weil es so günstig war. Dann können die das über die Kundenkarte machen und dergleichen. Ansonsten habe ich im stationären Handel, mit Ausnahmen, die auch noch erwähnt werden, eigentlich kaum Möglichkeiten, dass ich sage, profilierte Kunden, außer wie in deinem Beispiel, ich bin am Land und ich kenne dich. Ja. Wobei, wenn ich dann beim Händler am Land bin, ist ja die Frage, kriege ich dann einen speziellen Preis im stationären Handel, wenn ich komme, außer er sagt, okay, das schenke ich da oder du kriegst 10%. Also da ist dieses Dynamic Pricing nicht so wie beim anonymisierten Online-Handel, und beim Online-Handel wird eigentlich alles profiliert. Also alle Daten, die es gibt, welches Gerät verwende ich, welche Uhrzeit ist, welches Wetter war eigentlich bei diesem Einkauf oder wenn ich auf der Seite gewesen bin. Ja. All diese Daten können mitgespeichert werden und werden auch mitgespeichert. Auf welchen Seiten war ich vorher? Überall, wo ich hingehe, diese Cookies, die tracken auch mit. Gehe ich sozusagen jetzt auf die Seite Amazon, so wie es bei mir manchmal ist, ich schaue ein Gerät an und die nächste Seite, die ich aufsuche, was ist der richtige Grundpreis, geizhals.at. Das heißt, Amazon weiß dann eigentlich auch, dass ich auf Geizhals war. Und wenn ich wieder auf die Amazon-Seite zurückgehe, kann es auch passieren, dass ich dann auf einmal andere Angebote bekomme, weil ich auf einer Preisvergleichsseite war und die ganz einfach mittracken. Ich bin jemand, der auf den Preis schaut und nicht beim ersten Mal gleich kauft. Dann werden natürlich andere Profildaten im Prinzip auch noch aufgenommen. Wie oft war ich auf der Webpage beispielsweise? Was wird dann noch notiert? Was so alles getrackt wird? Der Surfverlauf. Wobei auch da, und das haben wir da extra dazu geschrieben, das sind nicht neue Dinge. Im Lebensmittelhandel zur Jahrtausendwende, und in Amerika zahlt man alles mit Kreditkarte, haben schon die Lebensmittelhändler zur Jahrtausendwende mit den Zahlen von der Kreditkartenbuchung eigentlich mit profiliert und mitgetrackt, was kaufen die Leute im Lebensmittelhandel mit dieser Kreditkartennummer. Ja. Das heißt, Amerika da immer weit voraus. Gut, wenn ich bar zahle zur Jahrtausendwende wie bei uns wahrscheinlich oder jetzt auch noch, da kann ich nichts mittracken. In Amerika, wo alles mit Credit- und Debitcards gezahlt wird, haben die damals eigentlich auch schon geschaut, wie oft kommt er, was kauft er genau, welches Profil. Und wenn er ein bestimmtes Kundenprofil hat, dann kommt dieser Kunde in ein bestimmtes Segment und dann kann ich ihm per Postwurfsendung oder was auch ein Angebot machen, was dem, was er gekauft hat, im Prinzip entspricht. Das ist auch das, was der stationäre Handel bei uns macht. Wenn ich jetzt bei einem Billa-Club dabei bin oder dergleichen oder eine Servicekarte habe, dann bekomme ich auch da Gutscheine zugeschickt, wenn ich längere Zeit nichts gekauft habe. Oder es gibt auf einmal Angebote genau zu dem, was ich kaufe oder was ich nicht kaufe. Also es ist eigentlich alles kein Zufall im Prinzip, sondern es wird wirklich im Hintergrund mit profiliert und mitgetrackt und dann eben zur Erlösoptimierung verwendet. Und das ist jetzt eigentlich dann der Schritt, wo wir gar nicht mehr von Dynamic Pricing reden, sondern bereits von Personalized Pricing. Und das ist auch der Trend, in diese Richtung geht es. Also war es früher, dass ich sage, ich schmeiße alle in einen Topf, nämlich jene, die billig tanken wollen und am Wochenende tanken und einen bestimmten Preis haben, geht es jetzt wirklich schon aufgrund dieser Devices in den Bereich hinein, dass die Preise personalisiert werden. Weil wenn ich in Online-Shop drinnen bin, dann kann ich das personalisieren und dann kann ich wirklich sagen, der ist da, der möchte diese Artikel haben und der bekommt diesen Preis. Was gibt es jetzt da für Chancen eigentlich für Unternehmen? Und wir haben jetzt eine Konsumentenveranstaltung hier, aber es ist auch immer gut zu wissen, was hat der Handel für Chancen, weil das ist dann auch eine Chance, als Konsument zu wissen, das, was der ausnutzt, das können wir im Prinzip auch ausnutzen oder wir wissen, wie die andere Seite im Prinzip tickt. Also die Chancen, die die Unternehmer natürlich haben, auch die Händler und da speziell die größeren Händler mehr als die KMUs, dass sie diese Daten auswerten und eigentlich dafür verwenden, Neukunden zu gewinnen. Das heißt, ich weiß genau, der war noch nie auf meiner Webpage und wenn er das erste Mal kommt, dann kriegt er mal einen 10 Euro Gutschein.
Oder ich gehe in ein Geschäft vielleicht rein und bekomme ein Geschäft wahrscheinlich weniger, aber überall, wo es online geht oder dergleichen, habe ich die Möglichkeit zu sagen, kenne ich den? Habe ich denn schon einen Cookie hinterlassen oder dergleichen? Ja, nein. Und dann kann ich sagen, okay, der kriegt einen Gutschein. Und aber meistens ist es verbunden damit, dass ich eine Kundenkarte, also wenn ich sage, ich gehe oft in ein Bekleidungsgeschäft und sage, ich möchte eine Kundenkarte haben, dann kriege ich, speziell in Amerika kenne ich das sofort, ob ich da bei Sears bin, wenn ich eine Kundenkarte löse, dann kann ich gleich sofort einen Discount im Prinzip mitnehmen, weil die wollen ja den Kunden dann wiedererkennen und im Prinzip dann über Dynamic oder Personal Pricing mit mir in Zukunft ein Geschäft machen. Das war früher halt ein guter Verkäufer, ne? Genau, ja. Der hat gewusst, der war schon fünfmal da. Und habe dementsprechend verfolgt. Was natürlich bei der Kundengewinnung auch dazu kommt, ist, dass ich ganz neue Kundenschichten ansprechen kann. Ein Beispiel nenne ich da jetzt auch aus der Computerwelt, nachdem ich von dort herkomme. Es gibt zum Beispiel spezielle Preise für spezielle Kundengruppen. Zum Beispiel, wenn ich einen Apple-Computer kaufen will, dann gibt es für Studenten eigene Preise. Also die kriegen diese Geräte eigentlich dann vergünstigt. Was ist natürlich im Hintergrund der Grund dafür? Ich möchte natürlich junge Leute, die mit der Marke vertraut wären, als Kunden behalten. Also wenn ich mit der Marke einmal vertraut bin, dann werde ich weiterhin dort Zubehör kaufen. Und aus dem Grund gibt es eben spezielle Preise im Prinzip für Studenten. Das gleiche macht Microsoft beispielsweise. Es gibt für die Studenten, wenn ich auf der Uni bin, mein Sohn studiert auf der TU, kriegt man fast jegliche Software zu wirklich lächerlichen Preisen. Das sind 5 oder 6 Euro im Jahr für ein Office beispielsweise. Das heißt, dort werden eigentlich die Kunden dann schon angelockt und die Marken und Brände werden es im Prinzip mit diesen Preisprofilen gestärkt. Dann ist natürlich das Thema Erlösoptimierung. Ich glaube, darum muss man eigentlich nichts mehr sagen im Prinzip, weil das ist eh ganz klar, warum mache ich das, um eigentlich möglichst hohen Erlös rauszuholen. Und dann kann ich natürlich auch noch die Lagerlogistik verbessern. Auch teilweise mit so hybriden Dingen, dass ich sage, und das ist jetzt der Trend auch im Handel, in diese Richtung wird es gehen. Und euch wird es wahrscheinlich genauso ergangen sein. Oft geht man dann einkaufen und dann hat endlich das Paar Schuhe gefunden oder die Hose, die einem wirklich gefällt. Zufälligerweise in meiner Größe oder in meiner gewünschten Farbe nicht erhältlich. Das heißt, der Kunde geht wieder raus, geht in ein anderes Geschäft rein und da gibt es jetzt mit der Lagerlogistik bei so Hybridsystemen die Möglichkeit, dass der Verkäufer sagen könnte, okay, probieren Sie den Schuh in einer anderen Farbe oder das T-Shirt, haben wir nicht auf Lager, nächste Woche ist es da, in einer anderen Filiale ist es da oder wir schicken Sie dann ganz einfach nach Hause. Also auch diese Möglichkeiten gibt es, um sozusagen diese Stock-Out-Situationen, dass genau meine Größe oder meine Farbe nicht vorhanden ist, umgangen werden können. Und beim Online-Handel ist es eh klar, ob ich jetzt sage, ich habe 20 Shops und dort habe ich überall 2 Artikel lagern in verschiedenen Größen oder ich habe 1 Zentrallager und ich bestelle es online und in einem Zentrallager wird schon die richtige Farbe und die richtige Größe dabei sein, ist natürlich die Risikostreuung wesentlich geringer, als wenn ich das in 20 oder 50 Shops irgendwo rausschicken muss. Ja. Also auch da ist die Lageroptimierung und die Lagerkosten sind ja nicht unerheblich ganz wichtige Komponente. Welche Risiken ergeben sich da eigentlich jetzt im Prinzip? Ja? Also bei dir fällt auch vorher, ist die ganze Loyalitätsgeschichte, dass ich halt einfach auch mit den identifizierten Kunden letztendlich eher Loyalitätsmaßnahmen setzen kann, dass er bleibt. Und der Punkt gibt das Ganze. Das für mich halt schon etwas. Also ja, gebe ich dir vollkommen recht, also die Systeme werden auch dafür verwendet, nicht nur Neukunden zu gewinnen, sondern im Prinzip, aber da ist ein anderer Punkt, der ein bisschen widersprüchlich sein wird, bei den Risiken für die Unternehmer noch dabei, dass ich die Kundenbindung eigentlich erhalte, weil es ist nachgewiesen und wenn man CRM-Systeme und dergleichen kennt, so Customer Relationship Management, einen Neukunden zu gewinnen ist wesentlich teurer, als einen Bestandskunden zu halten. Weil ein Neukunde, siehe Deutsche Bahn, ich muss einmal 50% vom Ticketpreis nachlassen, um einen Neukunden zu gewinnen, ist teurer, als wenn ich sage, ich habe einen Bestandskunden und der kauft eigentlich eh immer wieder bei mir. Wobei sich auch da einiges geändert hat. Ja, also vielleicht ist es jetzt mit den neuen Möglichkeiten im Online-Handel etwas besser, dass ich schneller zu Neukunden komme, aber der Faktor ist noch immer ein eklatanter, wo ich sage, es ist wirklich teuer, einen Neukunden da zu gewinnen. Ja.
Die Fehler, die ich natürlich machen kann als Unternehmer, sind verärgerte Konsumenten und Konsumenten, nämlich dann, wenn solche Preisspiele transparent werden. Weil es hat auch zum Beispiel Umfragen gegeben in dieser Studie, wo man gesagt hat, jemand, der auf einem stationären Gerät, beispielsweise bei notebooksbilliger.de, ein Notebook kauft, kriegt einen Preis von 699 Euro und das gleiche über ein Smartphone hat 200 Euro mehr gekostet. Na, was glauben Sie, was passiert, wenn Sie derjenige sind, der 200 Euro mehr zahlt als der Nachbar, der das gleiche Gerät vielleicht bestellt hat, einen Tag nachher, weil Sie gesagt haben, so ein tolles Notebook, das ich da bekommen habe, den verärgern Sie für immer. Also immer wenn ich solche Sachen mache, ist das natürlich eine Chance für die Erlösmaximierung, aber auf der anderen Seite natürlich ein großes Risiko, die Konsumenten und Konsumentinnen zu verärgern. Andere Möglichkeit ist, sind natürlich auch ineffiziente Dauertiefpreise, weil wenn ich jetzt diese Roboter habe, die immer schauen, auch bei Geizhals automatisiert, ich möchte nicht der Billigste sein, aber der Zweitbilligste und die passen sich an, dann geht es in eine Richtung auch für die Online-Händler, wo ich sage, ich bin einmal bei einem Minimumpreis, wo ich eigentlich fast nichts mehr verdiene und von denen komme ich dann auch nie wieder weg. Aber das sind die Kurven, wie ist die Preisentwicklung. Wenn ich einmal auf dem Niveau angelangt bin, dann ist es im Prinzip weg. Ausnahmen in dem Fall sind eigentlich Monopolbetriebe. Aber wenn ich irgendwo ein Monopol habe und ich sage, das gibt es nur bei mir oder dergleichen, kann so etwas nicht passieren. Da kann ich den Erlös maximieren. Wenn es nur bei mir gibt, diesen Artikel oder dergleichen, habe ich da kein Problem im Prinzip. Und dann ist auch ein sehr großer Druck auf die KMU wegen fehlerhafter Preisoptimierung. Wenn ich jetzt schaue, bei Amazon gibt es wahrscheinlich 10 Leute, die machen den ganzen Tag nichts anderes, als Algorithmen auszuwerten, Wetterdaten und wo hat er gekauft, auf welchen Webseiten war das, um diese Preisoptimierungsmaschinen zu optimieren. KMU in Deutschland oder in Österreich hat natürlich jetzt nicht die Kapazitäten. Also da kenne ich einige Online-Händler, die schauen dann immer manuell, habe das selber in einem Geschäft einmal gesehen, was kostet jetzt bei Geizhals und jetzt trage ich den Preis manuell ein. Ja. Wenn jetzt der Billigste schlecht kalkuliert hat bei Geizhals, ja, dann mache ich den gleichen Fehler mit. Das heißt, die haben jetzt nicht diese Automatismen oder diese Tools zur Verfügung und da sehe ich eigentlich auch noch einen Markt für irgendwelche findigen neuen Unternehmen, dass sie sagen, diese Dienstleistungen, die große eigentlich haben, die biete ich über einen Cloud-Service im Prinzip auch KMUs an, dass die sagen, das sind meine Daten, suche mir im Prinzip den besten Preis. Und es gibt ja auch Firmen, wie zum Beispiel Blue Yonder in Deutschland, Otto Versand verwendet diese Firma und die schreiben eine Software und die koppelt man diese Dinge an und die berechnen den besten Preis im Prinzip. Also auch da gibt es natürlich schon etwas zu kaufen, aber wie gesagt, für die KMUs teilweise nicht leistbar. Was sind die Chancen jetzt, die sich für den Verbraucher ergeben? Na, die Chancen für den Verbraucher mit diesen Vergleichsportalen online sind natürlich, dass ich ganz einfach Schnäppchen bekommen kann. Ja? Also ich schaue auf diese Vergleichsseiten und kann auch sehr viel Geld ersparen. Was da aber ganz wichtig dabei ist, ich muss zuerst einmal wissen, was ist der Grundpreis. Ja? Weil nur weil ein Schnäppchen angeschrieben ist und auf einer Seite steht, so wie bei dem Beispiel von der Fluglinie, -19% hört sich gut an, solange bis ich vielleicht zu einer anderen Fluglinie schaue und sehe, dort kostet der Flug von Wien nach Stockholm nur die Hälfte. Ja? Da ist das Schnäppchen, das es jetzt da im Prinzip bei der Swiss gegeben hat, natürlich null und nichtig. Das heißt, ich muss immer zuerst ein Verständnis für den Grundpreis von einem bestimmten Artikel haben oder bekommen und dann kann ich sehr schnell erkennen, ob es sich um ein Schnäppchen handelt oder im Prinzip um kein Schnäppchen. Auch noch interessant der Aspekt bei der Pharmazie, wo auch teilweise für den Konsumenten eine soziale Komponente dazukommt. Beispielsweise werden verschiedene Arzneimittel in der westlichen Welt zu einem bestimmten Preis verkauft. Ich möchte jetzt nicht sagen überhöht, aber zu einem Preis, den man sich leisten kann und den man auch ausgibt. Und diese Firmen verkaufen aber zum Beispiel in dritte Weltländer das gleiche Medikament, vielleicht unter einem anderen Namen, zu einem günstigeren Preis. Also ist eigentlich dann auch in dieser Mischform die soziale Komponente dabei, dass ich sage, okay, ich kann mir das leisten. Auf der anderen Seite gehen die Firmen dann auch her und bieten auch diese Medikamente dort zu einem anderen Preis an, wo sich die Leute im Prinzip nicht leisten können. Was gibt es für Risiken für die Verbraucher? Und da sind wir jetzt bei dem Thema von vorher, nämlich mit der Loyalitätsbestrafung. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich gewinne einen Neukunden und ich gebe den Neukunden jetzt zum Beispiel
Er muss nur 99 zahlen, meistens kleingedruckt dann auch für die ersten 3 Monate, weil diese super Sensationspreise halten nicht sehr lange. Es ist also gut, das Kleingedruckte zu lesen. Dann sind natürlich alle anderen Leute, und das habe ich da hervorgehoben, bei den Kleingedruckten. Die Aktion gilt auch für Bestandskunden, aber in der Mitte ist halt dieser Zusatz mit Ausnahme der Option reduziertes Grundentgelt für die ersten 3 Monate. Das heißt, ja, Bestandskunden, um sie nicht zu verlieren, sollte ich die Bestandskunden auch pflegen, aber meistens ist es wirklich so, dass der Bestandskunde bei all diesen Aktionen, die es gibt, um Neukunden zu gewinnen, außen vor ist. Und der Konsument, ja, entweder er reagiert und sagt, okay, mein Nachbar, der wechselt, der macht sich die Arbeit und wechselt jedes Jahr, wenn er aus dem Vertrag rauskommt, die meistens befristet sind auf 12 oder 24 Monate, den Anbieter, wo er sagt, ich wechsle wieder mal, dann nehme ich wieder einen Neukunden, aber diesmal von der ONU und nicht von der UPC und nütze diesen Vorteil aus, aber der Bestandskunde selbst ist da irgendwo mittendrin. Mir ist es selber persönlich so ergangen, ich habe einen Internettarif gehabt und bin dann irgendwann draufgekommen, es gibt eine Aktion, da kostet es um 2/3 weniger, aber nicht nur in der Zeit, sondern eigentlich nachher und zusätzlich auch noch mehr Geschwindigkeit. Da habe ich dann angerufen und ein interessantes Gespräch mit der Hotline geführt, weil dort ist jemand gewesen, der war scheinbar nicht provisioniert, das war dann egal. Wie gesagt, wir werden kündigen, wir haben gesagt, ja, geben Sie mir die E-Mail-Adresse, wir schicken Ihnen ein vorausgefülltes PDF-Kündigungsformular zu. Toller Service, habe ich nicht verstanden. Was hat er gesagt? Ja, ja, und die haben das auch zugeschickt. Ihr habt aber dann die Arbeit genommen, weil es nämlich bei mir dort keine wirkliche Alternative gibt, was die Geschwindigkeit betrifft, dort wo ich wohne. Also ich war eigentlich in der Situation, die ich jetzt bei der Hotline nicht wissen ließ, aber habe dann das zum Anlass genommen und jemanden, weil die Firma auch betreut habe, im Marketing geschrieben. Das war dann ein Telefonat und ich habe diesen neuen Tarif bekommen mit der Mehrgeschwindigkeit. Ja, also die haben das wieder gut gemacht, aber für mich war es erschütternd, dass eigentlich die Leute, die dann bei der Hotline sitzen, scheinbar nicht die haben den Auftrag, neue Kunden zu gewinnen, aber Leute, die jahrelang einen höheren Tarif gezahlt haben, die zu verlieren, war scheinbar egal. Ja. Also die sind nach irgendwelchen anderen Kriterien gemessen worden. Und wenn man diese Mechanismen im Hintergrund kennt, dass vieles verhandelbar ist, kann man sich auch da eigentlich der Tarife im Prinzip verbessern. Also da immer interessant, es ist auch dann interessant, wenn dann auf einmal schnell Werbungen auftauchen, wo halt dann der Mitbewerber in so einer Aktion gibt, 2 Tage später oder dergleichen, gibt es dann auch etwas günstiger und dergleichen. Was auf jeden Fall empfehlenswert ist, ist immer dieses Kleingedruckte, wie lange es gilt und für welchen Zeitraum genau zu lesen. Bitte. Hast du auch Beispiele für Loyalitätsbelohnung? Ja? Bitte. Ich bin jahrelang ein Bob-Kunde und habe dann vom Bob ein Datenpaket, ein Telefon-Flat-Angebot bekommen mit bestimmten Voraussetzungen, dass es so nicht zu kaufen gibt. Mhm. Das Paket kannst du so im Internet, also ich habe nie wahrgenommen, dass ich zu dem Zeitpunkt auch nicht bekommen habe, hätte ich es nicht kaufen können. Das habe ich einfach, das ist mir angeboten worden, Herr Reich wollte das haben, dann antworten sie mit Ja, habe ich dann gemacht und so, das ist ein günstiges Paket für mich und das funktioniert einwandfrei. Ist auch in kaum irgendwelchen Preisschienen drinnen, die Tarife haben mich übernommen, aber das Produkt selber wird so nicht gefühlt. Das kommt absolut Meister, was das betrifft. Produkte. Weiter war das insgesamt Umsatzsteigerung für den Anbieter, also soll ich jetzt mehr bekommen oder? Es wurde ich hatte für Telefonie im Internet getrennt, Telefonie 4 Cent und das Internet einfach nicht dabei vergeben. Die würden zusammen gezogen, mit denen jetzt immer darum noch zu telefonieren. Ja, das Thema ist das. Ich kann es im Vergleich nicht mehr getrauen, zu sagen, du kriegst das gleiche Geld in der Leistung oder soll ein Minimalbetrag mehr für dich, weniger wie die anderen, aber zahl etwas mehr für mehr Leistung. Ich habe früher Einzelleistungen gezahlt, und das einzelne Telefonat. Okay. Das heißt, es hängt von meinem Umsatz ab. Okay. Die Summe gesehen war ein bisschen teurer, aber aufgrund meines jetzigen Verhaltens habe ich mehr davon. Okay, das heißt, das war nicht so ein starkes Auszulegen. Nein, sondern von dem Marketing, die haben dann gesagt, okay, wir probieren eine Upselling-Aktion bei den Rahmen bieten, die haben minimal mehr zahlen für mehr Leistung. Wobei in der vorelektronischen Zeit gab es ja treue Rabatte und Stammkundenrabatte im Geschäft. Und ich glaube, es liegt auch an den Konsumenten im Prinzip oder an den nicht immer organisierten Konsumenten auch dann zu sagen, okay, das akzeptiere ich nicht. Aber oft, und wir waren schon beim Thema Monopol, wenn es keine Alternativen gibt, was Geschwindigkeiten und dergleichen betrifft,
ist man in einer schwierigen Verhandlungsposition teilweise. Eine Loyalitätsaktion zu machen, wo ich sage, okay, ich verliere ein ganz klein wenig Umsatz, dafür ist meine Abwanderungsrate damit reduziert. Also A1 traut sich das sicher nicht, die verlieren Schweine und Kunden. Ich kenne nichts, dass die irgendwas machen, um vielleicht irgendwie mehr Leute zu halten, ohne dass die noch so machen. Nein, die wollen hauptsächlich auch über Umwelt jetzt vielleicht wieder. Also, alles wird erlöst natürlich, dass sie freiwillig jetzt am Bestandskunden sagen, hey, da gibt es einen neuen Tarif, der ist jetzt günstiger um ein Drittel, weil wir wollen neue Kunden gewinnen und das bieten wir dir ab sofort auch an. Glaube ich, solche Aktionen wird selten geben, außer man fragt nach. Ja. Also ich glaube, man muss dahinter sein und muss auch dann wirklich immer sagen, gibt es das auch? Oder vielleicht dann sagen, okay, jetzt habe ich einmal eine Woche kein Internet oder einen Monat und dann bin ich wieder Neukunde. Ja, muss man jetzt sagen, schau, es gibt auch, na sicher, es gibt auch Bestandskunden, die bei uns anrufen und denen muss man da was anrufen. Vor allem nicht, ich schicke ihnen gleich das PDF zu. Also, ja, jetzt ist das System, weil die werden nur gemessen an Neukunden und Kundenabgänge werden sie nicht gemessen. Damit kriegt der Zoll dafür, dass er neue Kunden kriegt, aber er verliert nichts, wenn er einen Kunden verliert. Es kann natürlich auch jetzt der Hintergrund sein, dass er sagt, okay, du kündigst, nach einem Monat gewinne ich dich zurück und dann kriege ich meine Provision für einen vermeintlichen Neukunden. Wenn der Mist, und wenn der nur Neukunden messen wird oder nicht messen wird, dann den Kunden verliert, ist dann das vollkommen gut. So, wissen Sie was, kündigen Sie und reden Sie dann wieder, wenn der Kauf weg ist, dann kriegen Sie von mir einen selben Preis. Naja, ich sage, das ist ja der Fehler, dass ich das falsch messe dabei. Gibt es Möglichkeiten oder Beispiele, wo die User als Cloud den Spieß umdrehen und die Unternehmen zu einem Dynamic Pricing zu ihren Gunsten zwingen? Ja, gibt es in der Vergangenheit, und zwar hat es da ein Portal gegeben, ich weiß nicht, wie es heißt und ob es noch existent ist, aber da konnte man sagen, zum Beispiel, ich hätte gerne ein Artikel, den jeder gerne vielleicht hätte, ein iPad Mini mit 32 GB und WLAN, und Leute locken sich dort ein, bis eine bestimmte Losgröße erreicht wird, 100 Stück, und ab diesem Zeitpunkt gelten dann andere Konditionen, wobei iPad wahrscheinlich ein schlechtes Beispiel war, weil das wird die wahrscheinlich nicht kratzen, dass 100 Leute auf einmal ein iPad kaufen wollen, aber ich glaube, bei anderen Lieferanten ist das sehr wohl so gewesen, dass man sagt, man spart es sozusagen auf und was kostet es? Aus dem privaten Bereich kenne ich so eine lustige Situation von zwei Schwestern und die eine hat sich ein neues Auto gekauft, ich glaube ein Fiat, und die andere hat gesagt, ja, ich brauche ja auch ein neues Auto, was hast du ausgesucht? Und der hat das Auto so getaugt, dass er gesagt hat, ja, das nehme ich auch. Und die sind dann in Linz zu einem Händler gegangen und haben gesagt, ja, dieses Auto hätte sie gerne. Und was kostet es? Und der hat einen Rabatt ausgerechnet und dann bei der Verkaufsverhandlung hat er gesagt, und wenn ich zwei nehme? Und der Verkäufer war baff und hat geglaubt, das ist ein Witz, und hat gesagt, na, da kriegst du noch die Prozent. Er hat gesagt, okay, ich kaufe zwei, ja. Und dann zwei Autos gekauft. Ich meine, über die Wartung wird man schon wieder reinkriegen, aber es war im Prinzip eine gute Taktik, wenn ich schon vorher das weiß. Und solche Gruppen könnten sich natürlich bilden. Ja. Oder oft wird ja dann auch auf... Ja, genau. VKI ist ein Beispiel dafür jetzt gemacht bei den Stromtarifen, ja, dass ich dann sage, warum kriegt die Industrie jetzt diesen Preis und der Private im Prinzip nicht, obwohl er eigentlich auch ein großes Bundelvolumen hat. Ja. Noch eine Anmerkung dazu. Ein großes Problem bei diesen Loyalitätssachen ist, dass es ja auch ein bisschen wehtut, wenn man wechselt. Ja, gerade zum Beispiel beim Internet gibt es eine gewisse Schmerzgrenze, weil ich muss, was ich den Router zum Beispiel zurücktragen. Ich habe eine gewisse Zeit womöglich kein Internet, ich habe einfach ein Risiko und das nutzen sie natürlich durchaus aus. Aber ich kann es nur bestätigen, also ich habe seit 3 oder 4 Jahren kündige ich jedes Jahr bei UPC und kriege jedes Mal gleich dann wieder ein Angebot, ob ich nicht vielleicht doch, und ich kriege dieselben Konditionen. Das sind dann interessanterweise dieselben Konditionen. Also sie probieren es dann schon irgendwie, die Leute wieder zu halten.
Aber ist also, das der günstige Angebot? Bitte? Nein, nein, das ist genau dasselbe, nur verkaufen Sie es anders. Es ist dann nicht die ersten 3 Monate reduziert, sondern die ersten 6 Monate, aber nur halb so viel reduziert. Oder, nein, oder umgekehrt. Nein, die hatten, ja, glaube ich, sechs Monate zu 50% und mir haben sie angeboten 3 Monate gratis. Was genau so. Aber du sparst daraus. Nein, ich habe dieselben Konditionen wie die ersten Kunde. Ja, sein eigenes Paket sozusagen ist anders. Ne? Ja. Ist anders als ein eigenes. Genau, das ist wieder ein eigenes Paket. Was, und das auch ein bisschen transparenter zu machen. Ja, genau. Aber unterm Strich. In einem Jahr wird man wahrscheinlich wieder da. Roland einen Anruf bekommen, es ist wieder soweit, dürfen wir sie wieder stornieren und wieder neu anmelden. Das Lustige ist, ich binde mich immer für 24 Monate, sie passen jedes Jahr an, ich habe daraufhin ein Sonderkündigungsrecht, das ist dann auch jedes Mal wieder... Das sind die angehenden Juristen. Nein, sie meine, es 2 Jahre laufen. Ja, aber Sie passen jedes Jahr an, ich weiß nicht, ob Sie jetzt mittlerweile wirklich schon eine Wertanpassungsklausel drinnen haben. Anfänglich hatten Sie keine Wertanpassungsklausel im Vertrag drinnen und daher war jede dieser Änderungen eine Vertragsänderung, wo ich ein Sonderkündigungsrecht habe. Yeah. Ja, und das habe ich dann irgendwann gesagt, so jetzt reicht es mir, jetzt nehme ich dieses Sonderkündigungsrecht in Anspruch. Ja. Und 3 Tage später wollte also wirklich schon auf A1 umsteigen. Okay. 3 Tage später ruft mich eine nette Dame an und sagt, ja, wir haben gesehen, dass Sie kündigen wollen. Ich möchte Ihnen da einen Rabatt anbieten, wenn Sie bei uns bleiben. Ja. Okay. Ja? Dann vielleicht noch da. Du hast noch eine Frage. Wenn man das System einmal durchschaut hat, falls es zu durchschauen ist, kann man natürlich das als Konsument auch sehr gut nutzen. Da habe ich noch eine Folie, die ist auch aus der Studie. Da ist man ganz einfach hergegangen und hat verglichen Mediamarkt mit Amazon über eine Woche. Und zwar handelt es sich hierbei um ein Samsung Galaxy Tab, wo der Preis angesehen wurde. Und das Blaue ist die Preisverlaufskurve von Amazon. Das heißt, die haben eigentlich während der Woche die ganze Zeit den Preis immer rauf und runter nach welchen Kriterien auch immer geändert, immer von den Gerät aus gesehen. Und dann gegen Ende der Woche am Freitag, und Freitag, Samstag macht Mediamarkt und Saturn das meiste Business in der Woche, speziell wenn auch schlechtes Wetter ist, also nicht so wie heute, hat man dann gesehen, dass Mediamarkt reagiert hat und im Prinzip den Preis komplett unter diese 210 Euro abgesenkt hat. Wenn man sich jetzt die Kurven anschaut als Konsument, kann man natürlich wieder raus sehen, schauen wir mal, was passiert, und nicht sofort kaufen, sondern unterliegt es im Prinzip preislichen Schwankungen, und dann gibt es den Moment, wo ich sage, dann kann man wirklich viel Geld ersparen, weil von zwischen 240 und dann 190 Euro oder 200 Euro ist ein gewaltiger Unterschied. Ja, ich weiß nicht. Ja, wahrscheinlich heißer Tag ist besser, genau, aber wenn es regnet, wissen die auch, alle fahren in die SCS, der Parkplatz ist voll und die Leute nutzen das zum Shoppen und jetzt kommen sie und jetzt werden wir auch keine besonderen Preise hier anbieten. Donauinselfest ist das beste Beispiel von dem Kriterium, dass ich sozusagen an den Standort gebunden bin und ich möchte mir dort ein Bier kaufen oder was zum Essen und dann muss ich es dort kaufen oder ich habe es mitgebracht oder ich habe die Kühltruhe im Schlepptau. Entschuldige, Franz noch. Und wenn man das direkt bei Kronis kauft, kostet das Produkt, ich sage jetzt der Hausnummer, 70 Euro. Und wenn Sie es bei TV-Futters abkaufen in Deutschland, kostet das Produkt nur 50. Und das Raufgold haben Sie auf 3 PCs verwendet. Und dann kann man es nur einmal. Wenn es bei der Herstellerfirma kauft, ist es wirklich teurer, als wenn ich irgendwo bei einem Vertriebsgesellschaft. Auch das ist ein Trend teilweise im Handel, dass der Handel zum Beispiel eigene Webshops unterhält, wo die Preise eigentlich meistens auf einem bestimmten Niveau sind
Und zusätzlich dann, und das ist auch jetzt ein neues Beispiel, was ich gesehen habe, über andere Händler günstiger verkauft, okay, ist legitim, aber teilweise auch dazu tendiert, und da ist auch die Frage, wird das transparent, dann direkt zum Beispiel an so große Versandhändler wie Amazon verkauft. Nämlich direkt vom Hersteller dorthin, aber er hat eigentlich im Prinzip den eigenen Shop, dass er gegenüber den anderen Händlern vertreten kann. Wenn es jemand wirklich bei mir kaufen will, dann muss er eh den Premiumpreis zahlen. Und diese Webpages sind natürlich dann oft mit dem Shop gemacht, dass der Kunde erstens diesen vermeintlichen Grundpreis sieht. Ey, das kostet dort 499. Schauen wir beispielsweise, was kostet es bei Händler ums Eck oder was kostet es woanders. Dass der Kunde dann sagt, okay, ich kaufe eigentlich dort. Das ist auch weniger Arbeit als dieser Shop, der von den Herstellern betrieben wird. Weil der Shop, der von den Herstellern betrieben wird, in der Zentrallage in Irland, in Niederlande oder dergleichen. Und das ist um diesen Preis, wenn es jemand dort wirklich kauft, vielleicht rentabel. Aber ansonsten eigentlich nur, dass ich einen Preis habe und dass ich eine ordentliche Beschreibung habe oder dass ich dort gleich die Bedienungsanleitung, wenn sie verloren gegangen ist, downloaden kann. Bitte. Beim Saturn ist zum Beispiel ganz klar, der hat oft online die gleichen Sachen viel billiger als im Geschäft. Ja. Ich habe meinem Vater einmal erzählt, dass mir aufgefallen ist das und die haben mir dann gesagt, sie schauen nach, ob es im Online-Shop günstiger ist, hat meine eigene Rechnung aufgestellt, das war nämlich so. Mhm. Und mein Vater schaut vorher nie im Internet nach, immer wenn er zum Saturn geht, sagt er, ich glaube, das war im Online-Shop günstiger. Ja. Zum Zweitmittel hat er recht, ja. Auch da ist es, wenn ich das, System kenne oder was, dann kann ich das natürlich auch im Prinzip bewusst ausnutzen. Und auch die günstigeren Online-Preise von Mediamarkt und Saturn, und auch diesen Kunden habe ich viele Jahre lang sehr intensiv betreut, ist ja auch, dass im Prinzip so Dinge wie Onlinehandel und Amazon für die Elektronik auf den hereingeprasselt sind. Weil am Anfang hat sich keiner gedacht, dass jemand einen großen Fernseher bestellt und den kriegt er heimgeliefert, sondern nur die kleinen Materialien. Aber jetzt müssen die wirklich auf diesen Trend Richtung Online reagieren, weil ganz einfach der stationäre Handel zurückgeht. Und da muss ich den Leuten wieder mal sagen, die bei mir bis jetzt stationär gekauft sind, haben, wenn du nicht kommen willst oder lieber auf die Donauinsel aufs Fest gehst und du brauchst irgendein Kabel, kriegst du es bei uns auch günstiger. Und darum habe ich diesen Preis für dich online. Und teilweise gibt es ja dann die Möglichkeit, nennt sich Click und Collect. Also ich sage, ich bestelle das, aber ich hole es im Markt ab, ja, weil da habe ich dann noch die Chance, dass er bei der Kasse noch schnell Batterien kauft oder irgendwelche anderen Mitnahmeartikel, also das gleiche wie im Lebensmittelhandel auch. Vielleicht ganz kurz noch, wie wird jetzt eigentlich oder wie sollte der stationäre Handel reagieren oder wie wird er reagieren, auf dass eigentlich immer mehr Leute online kaufen und ich eigentlich diese Möglichkeiten nicht habe, Kunden zu profilieren? Und da gibt es einen ganz interessanten Trend, nämlich einerseits elektronische Preisschilder. Das, was Sie da sehen, schaut aus wie gedruckt, ist aber im Prinzip Digital Ink. Das ist das Gleiche, was ich auf einem E-Book-Reader habe. Das heißt, wenn einmal der Preis dort drauf ist, dann brauche ich keine Energie mehr. Und mit der Batterie, die da drinnen ist, kann ich wahrscheinlich tausende Male den Preis ändern. Wie wird der Preis geändert? Entweder über Wireless oder über Infrarot. Das heißt, auch die Supermärkte haben die Möglichkeit zu sagen, von heute auf morgen oder so wie ein Aktionsartikel, was dann vielleicht in Zukunft bei einem anderen Webshop auch Lebensmittel günstiger gibt und ich kann sofort reagieren. Die Fragen, die sich natürlich da stellen, auch über einen Versandhandelstag vorige Woche ist, was ist jetzt, wenn ich das aus dem Regal nehme und wenn ich bei der Kasse bin, hat das im Regal schon einen anderen Preis. Also diese Angst muss man nicht haben, das ist wie bei den Tankstellen, das wird wahrscheinlich einmal in der Früh oder zu einer bestimmten Uhrzeit umgestellt. Aber es kann auch durchaus sein, dass ich dann am Freitag oder am Samstag für bestimmte Lebensmittel einen anderen Preis zahle, als wenn ich am Montag oder am Dienstag gehe. Das heißt, die Thematik, die ich dabei online habe, wird auch im Prinzip zur Preisoptimierung hierher kommen. Was man natürlich auch sieht beim stationären Handel, ist natürlich, dass der stationäre Handel jetzt eigentlich schon sehr viel macht, um den Kunden zu halten. Bleiben wir bei der Rewe-Gruppe. -25% für Leute mit Kundenkarte aufs Bier, weil gerade Fußball-Europameisterschaft ist. Oder ich gehe in eine Möbelhauskette und kann mir den Einkauf auf einen Drehrad zurückverdienen. Oder Wetten aufs Wetter, das gefällt mir immer beim Hartler, oder was, dass man den Preis von einem Gerät zurückbekommen kann,
wenn es am 24. schneit. Ich habe einmal den Spaß gemacht und habe einmal die Bedingungen genau durchgelesen. Was heißt es am 24. schneien, wenn ich zu Hause rausschaue, in der Nähe von Korneuburg und es sind ein paar Schneeflocken? Oder wie ist Schneien definiert? Ja, und wenn du da drinnen steht, 10 cm Schnee in Wien oder in allen Bundeshauptstädten, ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das eintrifft, 1 zu 1 Million. Also ist das eigentlich ein guter Marketing-Gag, wenn jemand sagt, ich kaufe jetzt nicht beim Mediamarkt die Digitalkamera, sondern bei einem Hartlauer, weil vielleicht kriege ich ja den Preis zurück. Ja. Also, und auch das Restrisiko, das es da gibt, kann ich auch mit Versicherungen abdecken. Ja. Also wenn es wirklich etwas ist, dass ich sage, das ist vorhersehbar, dass das Wetter anders wird, dann kann ich da mit Versicherungen auch drüber gehen. Bitte. Eine Frage, ist das so, Entschuldigung, du bist jetzt ja weggegangen für den Punkt, wir könnten ja, wenn wir das jetzt immer egal nehmen, wird es an der Kasse selber kosten. Das wäre mir dann liegen, da wäre eigentlich die Frage, wenn es eine Studie der Arbeiterkammer ist, gibt es schon den VKI oder die AK, die tätig sind, weil hier sind rechtliche Regelungen unbedingt erforderlich. Dass eben festgelegt wird durch den Entnahme aus dem Regal, ist der Preis, der bei der Entnahme dasteht, muss an der Kasse sein, ja, oder niedergefunden. Also da braucht man sich sicher keine Sorgen darüber machen, weil keiner der zwei großen oder vier großen Lebensmittel-Discounter-Ketten oder auch Lebensmittelketten, sei es jetzt die Rewe, die Spar, der Lidl oder der Hofer, wird sich die Blöße geben, dass wenn so etwas passieren würde, ja, und das wird publik, dann ist das so eine Negativ-PR, das kommt sicher nicht. Und das, also das war ein Beispiel, das immer wieder gebracht wird. Ich persönlich aus meiner Erfahrung kann auch sagen, das wird sicherlich nie eintreten, außer es ist ein Computerfehler oder was auch immer, und dann wird das Geld wahrscheinlich plus irgendeinen Warenkorb wahrscheinlich als Entschädigung zurückbekommen. Ja. Nein, die Frage ist eigentlich, wodurch kommt das zustande? Weil wenn ich sehe, der Preis ist höher an der Kasse, ja, wenn ich schlecht schaue, habe ich mich hier, habe ich manchmal schon gesagt, Entschuldigung, dann nehme ich das nicht. Genau, ja. Oder das gibt es nur für Karteninhaber, Freundeskarteninhaber, noch gut dann nicht. Ja. Aber das Problem ist ja nicht, dass ich gut drauf bin, die Bank, das Problem ist, dass es viele Menschen gibt, die das nicht mehr tun, die das ist dann wurscht, die denken, oh je, das ist teurer, das ist es. Juristisch schaut es so aus, der Vertrag, der Kaufvertrag kommt erst an der Kasse zustande, das heißt das Geld, also das, was auf dem Kassenzettel steht, ist eigentlich erst das bindende Angebot des Shops. Naja, und im Zug ist der Kaufvertrag entstanden. Wenn es im Regal anders angeschrieben steht, hat man keinen Anspruch, dass man das bekommt. Man kann einfach nur sagen, dann schließe ich den Vertrag nicht ab. Das heißt, man räumt sich das selber wieder zurück, will ich nicht haben. Aber was es sehr wohl sein kann, ist, wenn das öfter passiert, das ist unlauterer Wettbewerb, weil das ist falsche Preisauszeichnung. Ja. Ja, das heißt, dass, sobald würde das öfter passieren, könnte dann ein Mitbewerber sagen, ja bitte, aber sowieso Preis im Regal immer falsch. Wenn es jetzt ist, ja, der Vertrag kommt ja der Kasse zustande. Aber ich habe aber irgendwo gelesen, eigentlich hat man das Recht, das zu dem Preis, der auf dem Regal steht, zu kaufen. Ich habe das fallweise gemacht, ich glaube zweimal in meinem Leben, und in beiden Fällen habe ich es zu dem Preis. Das bekomme ich dann zu dem Preis. Sie haben oft vergessen, ein Preisschild von der Vorwoche zu entfernen. Ich gebe mal den selben Preis. Ein rechtlicher, also wird man sich schwer tun, es ist nicht ein klarer Preis, der dann in der Ausdruck steht oder ausgebaut ist. Hätten wir können die juristische Diskussion. Zu kaufen. Angebot an den Verkäufer zu stellen. Und erst wenn der annimmt, kommt der Vertrag zustande. Ja, genau. Wenn der sagt, nein, das hat bei mir dann registriert, kostet jetzt 2 Euro mehr. Dann so viel kann man nur sagen, will ich nicht haben. Aber lieber Freund, es gibt auch dann den unlauteren Wettbewerb. Weil wenn du das immer niedriger anpreist, als du es dann tatsächlich verkaufst, ist das Wettbewerbsverzerrung. Aber da hat man dann wieder das Problem. Kann man dann nur ein Mitbewerber ein Jahr in die Folge. Vielleicht ganz kurz. Um auf solche Sachen zu machen, oder das nicht mehr zu bremsen. Die Leute tatsächlich öfter ausnutzen, die Waren an der Kasse liegen lassen, weil die müssen das dann wieder zurückräumen. Und das hilft dann meistens, dass sie öfter durchschauen, sind die Sachen auch wirklich erkannt. Ja, genau, das kostet sich auch. Vielleicht auch noch was zu diesem Slide dazu gehört, und auch das habe ich jetzt vorige Woche bei den Versandhandelstag erfahren, ist etwas, was Google gerade noch nicht in Österreich, aber in Deutschland testet, nämlich
dass es dem stationären Handel möglich ist, jetzt online mit offline zu verknüpfen. Wie funktioniert das? Ich gehe auf eine Webpage, schaue mir einen bestimmten Artikel an, habe mein Cookie, habe das auf dem Mobiltelefon. Wenn ich mit dem Mobiltelefon, das ich eigentlich immer genau weiß, wo ich bin, und sollte ich diese Services nicht dediziert abgedreht haben, das auch den Firmen zurückmeldet, und ich sehe dann, ich komme in einen Shop, wo ich diesen Artikel kaufen kann, oder von dieser Handelskette, dann kann ich das im Prinzip auch auswerten. Das heißt, ich schaue, ich möchte irgendetwas kaufen bei einem Lebensmittelgeschäft, gehe in das Lebensmittelgeschäft, über die Funktion, sei das jetzt Google Maps oder die Ordnungsdaten oder dergleichen, erkennt das Gerät, dass ich in dem Geschäft bin, kann es mir dort auch personalisiertes Angebot machen, teilweise über Digital Signage. Also ich sage, der kommt rein bei der Tür, die wissen, der ist da, vorige Woche hat er sich diese Artikel angesehen und auf einmal bekommt er genau das zugesandt. Zweite Möglichkeit, ich habe eine Applikation. Viele von den Händlern haben ja eigene Apps. Das heißt, die App sagt tri tri tra tra. Du bist jetzt in dem Geschäft drinnen, du hast dich für das interessiert, weil du mit Google danach gesucht hast und jetzt bekommst du es um 10% günstiger. Das heißt, den Kauf, wenn er da ist, sofort abzuschließen. Das heißt, der stationäre Handel wird auch die Möglichkeit haben. Habe ich jetzt die Daten nicht, weil ich im verbauten Gebiet bin, werden auch installiert in den Märkten sogenannte Beacons oder iBeacons. Das sind ganz einfach Sender, die ein Bluetooth-Signal aussenden und das ist dann das Gleiche. Das heißt, wenn ich jetzt nicht Bluetooth abgedreht habe bei meinem Gerät, erkennt das Gerät, ich bin jetzt in den Laden drinnen, jetzt bin ich da und jetzt bekomme ich das Angebot oder ich bekomme ein Angebot angezeigt oder einen Discount oder einen Loyalty Rebate, was auch immer. Aber diese Möglichkeit besteht jetzt erstmalig und in Deutschland wird das getestet. Wenn Sie solche Preisschilder sehen wollen, live im Betrieb, ich habe es glaube ich in Korsika beim Carrefour vor 7 Jahren bereits gesehen, also Frankreich ist uns da in einigen Dingen wirklich sehr, sehr weit voraus, was das betrifft, weil es ist ja auch eine Arbeit, das zu ändern. Wenn Sie es in Österreich sehen wollen, dann machen Sie mal vielleicht auch mit der Familie einen Ausflug auf den Campus der WU. Dort hat die Firma Spar einen Store, einen ganz tollen, modernen für die Studenten und dort werden Sie diese Preisschilder auch live sehen können, wie das im Prinzip aussieht. Bitte. Oder aufsehen. Also es gibt jetzt einige, ich habe mir das einmal angeschaut auf dem WU-Gelände, kann man in die Bibliothek gehen und man glaubt, man ist im Raumschiff Enterprise. Also ein netter Ausflug, haben wir auch am Wochenende im Prinzip offen. WU. Also wenn man in Prater geht. Saturn oder Medienmarkt, weiß ich nicht, so ein paar preisunterschiedliche Geräte nach Standort geben. Ja, gibt es. Gibt es nach wie vor im Prinzip. Jeder Mediamarkt und Saturn, das ist übrigens ein und dasselbe Unternehmen und beide gehören zur Metro-Gruppe, was auch die wenigsten Leute wissen, sind alle im Prinzip eigens geführt. Das heißt, die haben 2 Geschäftsführer, einen lokalen und einen, der in der MSB-Zentrale in Vösendorf sitzt, eingetragen. Und da sieht es so aus, die können in jedem Bundesland andere Preise machen und es werden auch andere Preise gemacht. Ja, weil jemand, der vielleicht irgendwo in Leoben ist, gibt es auch einen Mediamarkt, der wird jetzt nicht extra nach Graz oder irgendwo hinfahren, damit er sich 5 Euro erspart. Also auch dort kann ich sozusagen die Regionalität ausnutzen und sagen, dort gibt es den Kühlschrank oder das Ganze um den Preis und er kann seinen Profit im Prinzip individuell maximieren und das passiert im Prinzip auch. Ja, nur bei Aktionsware wird es angepasst, dass sie dann sagen, okay, das steht im Flugblatt drinnen und aus dem Grund haben alle den gleichen Preis. Oder wenn ich als Konsument hingehe und ich suche mir einen Verkäufer und sage dann, nächste Woche BNE in Graz, da kaufe ich den Eiskasten dort oder gebe mir den Preis von Graz, dann wird er ins System reinschauen und wahrscheinlich zu einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit sagen, okay, ich mache den Sonderpreis, drucke das aus und man kriegt auch diesen Preis. Also wenn man dieses Wissen hat um die Preispolitik, ist es okay. Bitte. Ich würde anmerken, falls mich interessiert zur Technik, diese Sachen funktionieren erst nach kurzer Zeit mit WLAN. Warum? Weil das Original-WLAN saugt diese Dinge innerhalb von 3 Monaten leer. Sie können 25.000 Mal wechseln, die Anzeige, auf beliebige Dauer bis 7 Jahre, aber eben das Problem ist das WLAN. Das WLAN in diesen Dingen hat leer gesaugt. Und jetzt gibt es ja kurz ein eigenes Protokoll, das nicht ständig Kommunikation austauscht, sondern nur auf Bedarf aktiviert wird. Und damit haben sie jetzt geschafft, diese Dinge auch auf Langzeit zu installieren. Da gibt es eigene Router, die feine Protokoll, das Original-WLAN und das Spezial-Internet-WLAN. Da brauchen sie aber eigene Router dazu.
haben wir getestet in der Spitzengeschichte. Sie können Bilder auch hineinladen, schwarz-weiß, schaut gar nicht so schlecht aus. Also diese Dinge sind wirklich sehr interessant. Vielleicht kann man das Beispiel auch abmontieren und nach Hause nehmen und dann sieht man zu Hause am Schreibtisch immer, ah, jetzt ist der Preis günstig. Wenn das WLAN weit genug reicht und man wohnt über am Supermarkt. Wir haben jetzt in Graz zum Beispiel ein größeres Projekt bei den Stadtwerken eingesetzt, bei den Stationen. Weil die Dinge sind interessant, auch sehr praktisch für das Depot, auch bei der Helligkeit. Die Helligkeit ist nicht so komisches Ding, so besser sie von den Kontrast. Also es ist wirklich wie gedruckt. Also der nächste Schritt wird auch die Mehrfärbigkeit sein, es gibt schon bunt, das sind auch die Zweifärbigkeit. Das ist das Rot. Ja, das ist Zweifärbigkeit, ja. Schwarz und Rot. Also es gibt jetzt schon echt die Farbe, die nächste Generation, nächsten Monat wird dann schon wieder voll. Wisst ihr aus dem Alphons, wer Low-Beacon Versuche in Österreich macht? Wer, welche, Entschuldigung? Beacon-Feldversuche. Ja, Lankon. Der Alphons? Lankon. Welches Feldversuche, welche aus also die großen Gruppen, Andi, kannst du davon ausgehen, Spar, Rewe oder dergleichen, dass das so etwas schon im Test haben, auch in Österreich, auch wenn es nicht offiziell ist. Es hat auch zum Beispiel mal gegeben, wer eine Metrokarte hat und so NFC, in der Metrokarte ist zum Beispiel NFC-Funktion seit vielen Jahren drinnen und da hat man in Metro in Deutschland eigentlich mit diesen NFC-Karten geschaut, wo sich der Kunde aufhält. Das ist dann herausgekommen und das ist dort fürchterlich in die Hose gegangen, weil sie die Konsumenten aufgeregt haben, dass Metro nicht gesagt hat, dass sie eigentlich überwacht werden, wo bleibe ich stehen. Das ist natürlich für den Handel interessant, wenn ich sage, und das habe ich selber bei einem Mediamarkt, und damals haben wir das mit Studenten gemacht, mit einem Grundrissplan und da ist ein Student den Leuten nachgegangen und hat eine Kurve gezeichnet und dort war stehen geblieben, ist, hat er im Kreis gemalt und am Ende des Tages hat man dann wirklich gesehen, wo gehen die Leute eigentlich, ja? Wo möchte ihr Regal haben? Am Hauptgang, das ist natürlich teurer, wenn man dafür zahlen muss, oder irgendwo hinten im Eck. Ja, und wir haben auch dann die Märkte damals beraten. Und wenn Sie heute in einen Supermarkt oder wenn ihr in einen Supermarkt geht, Entschuldige, jeder Supermarkt, und das ist immer das Faszinierende, wenn man in andere Länder kommt, das funktioniert immer nach dem gleichen Prinzip. Nämlich ganz hinten ist Milch und Frischwarenprodukte, die ich brauche, und da muss ja das U durchgehen. Ich komme rein, dann nehme ich die Kasse und ich gehe im Prinzip da durch. So, aber jetzt zu den letzten Folien. Nämlich Datenschutz und Recht, was muss man bei all diesen Dynamic-Price-Geschichten berücksichtigen. Und das ist ganz wichtig, erstens, dass es keine Diskriminierung gibt, was das Dynamic-Pricing betrifft. Sollte es sozusagen so sagen, ich komme jetzt aus einer anderen, ich habe eine andere Sprache, ich habe ein anderes Geschlecht oder dergleichen, dass ich nicht benachteiligt werde. Ein Widerspruch in sich ist es ja, solange sozusagen der Marktplatz so funktioniert, dass es auch mit Diskriminierung funktioniert. Und ich bringe vielleicht gleich nachher ein Beispiel. Wenn es akzeptiert wird, ist es okay. Ein Beispiel dafür wäre aus dem stationären Handel eine Disco. Ja. Es gibt oft Discos, oder jetzt noch immer, wo die Damen keinen Eintritt zahlen, die Herren aber sehr wohl. Und das ist im Prinzip jetzt auch eine Art der Diskriminierung, aber es ist der gemeinsamen Sache dienlich, ja, weil die Burschen gehen dorthin und die freuen sich, wenn dort genug Mädchen oder Damen dort sind, weil sie keinen Eintritt zahlen. Beide konsumieren oder dergleichen, das heißt, das wird so legitimisiert. Ist übrigens auch bei der Tanzschule Ellmeier so, ja, dass es da, wenn man als Schüler kommt von der HTL, weniger zahlt, als wenn man von einem Gymnasium kommt. Ich weiß nicht, warum es diese Regelung gibt, aber scheinbar die HTLs oder dergleichen haben da einen anderen Tarif. Ja. Keine Ahnung, ja, vielleicht. Dann die Auswertung der Käuferdaten für die Preisfestlegung ist auch noch sehr wichtig, weil auch da im Prinzip ist das ohne Zustimmung unzulässig. Also alle Daten, die ich jetzt anonymisiert weiterverarbeite für die Preisbindung, sind zulässig. Sobald ich auf persönliche Daten zugreife, wer ist es genau, etc. etc., kommt man mit dem Datenschutz in Konflikt, aber das wäre ein Thema für einen anderen Vortrag bzw. bei der Security. Franz, bitte ganz kurz. Ich verstehe es, dass ich von Mediamarkt immer wieder eine E-Mail-Werbung bekomme, obwohl ich Mediamarkt-Karte habe von Wien, also von AT, und kriege eine Werbung von DE.
Naja, teilweise die Maschinen unterscheiden eigentlich gar nicht. Oft habe ich eine AT-Seite, die wird dann im Hintergrund gleich weitergeroutet zur DE-Seite oder auch so Shops wie der von Mediamarkt. Das ist jetzt keine eigene Seite, die in Österreich aufgebaut wird, sondern die basiert auf der deutschen Seite und da werden viele Inhalte übernommen und da kann es natürlich auch zu einem Bruch kommen, dass ich dann sage, diese Daten, ich kriege dann von DE oder von AT im Prinzip etwas. Ja, also wenn man das wirklich auf die Spitze treibt, sollte dem nicht so sein, aber oft sagen die Firmen dann, okay, das ist mir egal, wenn der es dann DE-Newsletter oder dergleichen bekommt. Ja. Jetzt sind wir schon bei den Tipps für Konsumenten und Konsumentinnen und das ist jetzt eigentlich nur eine Wiederholung von dem, was ich schon gesagt habe. Mein Tipp, Flugbuchungen früh und zeitflexibel gestalten. Was heißt zeitflexibel? Wenn Sie jetzt sagen, ich möchte am Samstag unbedingt einen Nachtflug mit der Familie haben und wieder mit einem schönen Tagflug nach Hause kommen, für den Urlaub nach Kreta, dann wird es wahrscheinlich teurer sein, als wenn Sie sagen, okay, wenn ich um 4 in der Früh aufstehen muss oder einen Tagflug habe, ist es mir auch egal. Das heißt, umso variabler ihr da das Zeitfenster gestaltet, umso günstiger werden die Preise sein, auch wie man gesehen hat bei den anderen Verlauf. Dann für elektronische Güter haben wir eh gesagt, einmal schauen auf geizhals.at oder die deutsche Seite auch günstiger.de, die ein bisschen anders aufgebaut ist, aber auch sehr interessant, wo über Schnäppchen berichtet wird. Dann das Gerät wechseln. Ganz wichtig auch, nicht nur Gerät wechseln, sondern dann noch einmal hergehen und die Cookies zurücksetzen. Das ist jetzt ein blödes Ding, weil in den Cookies ist auch hinterlegt, dass ich irgendwo kein Passwort eingeben muss oder dass mein Profil da ist. Wenn ich jetzt alle Cookies einmal lösche im Browser, dann ist alles weg. Ja. Individuell die Cookies löschen ist leider nicht so einfach. Aber wenn ich einen Browser aufmache und man macht sich mal den Spaß und schaut auf irgendwelche Seiten, dann löscht man sozusagen die Cookies und schaut, was dann passiert. Und die andere Möglichkeit ist, dass ich ein In-Private Browsing, das auch alle Browser anbieten, wo ich sage, es wird gar kein Cookie hinterlegt und mal schauen, was passiert da. Also auch das ist... Ja, das ist auch ein Trick dahinter, weil nämlich mittlerweile die Programmierer so wiff geworden sind, dass man nicht nur anhand des Cookies wiedererkannt wird, sondern dass teilweise Gerätekonfigurationen in Verbindung mit IP-Adressen ausgewertet werden und dann weiß der ganz genau, okay, das ist diese Person. Das geht so weit, dass ich sage, um welche Uhrzeit greift er zu? Ja? Wenn ich sage, ich komme immer um 11 Uhr am Abend heim oder ich stehe zeitig auf und gehe ins Internet, weil ich Backup bin vom Beruf, dann wird er aufgrund meiner Uhrzeitdaten schon eigentlich mich zuordnen können. Also es sind ganz gefinkelte Mechanismen dahinter, dass wenn ich auch sage, ich lösche die Cookies, dass das Gerät trotzdem noch erkannt wird. Ja, der Trend wird sich fortsetzen zum individualisierten Pricing, also das ist unaufhaltlich und es ist auch rechtlich okay im Prinzip, wenn der Datenschutz dabei eingehalten wird. Ja, ganz kurz. Man muss dann halt nur Facebook klagen in Irland. Genau. Max Schrems wird uns sagen, wie das funktioniert. Trend wird sich fortsetzen, haben wir gehabt, rechtlich okay, haben wir gehabt. Konsumentensicht ist es natürlich ein emotionales Thema. Ich glaube, bei jedem von uns ist es ein emotionales Thema, das Pricing. Der Idealfall wäre natürlich verpflichtende Info-Mechanismen eingesetzt werden. Ja. Wenn ich sage, ich komme auf eine Seite und ich habe da irgendwie eine Warnung und er sagt, ich werde da jetzt profiliert, kann ich sagen, okay, taugt man nicht, gibt es keine Enttäuschung. Wird es aber, glaube ich, in absehbarer Zeit kaum geben. Ja, die Empfehlung, habe ich auch schon gehabt, Flexibilität beim Kauf, verschiedene Geräte verwenden, beziehungsweise zurücksetzen vom Browserverlauf und Cookies. Ja, damit war es das. Wenn es noch Fragen gibt, bitte gerne. Ja, zu dem Ding, es ist ja so, dass was da jede Webseite schon fragt, wenn die Cookies, dass die hinterlegt werden. Ja, das haben wir der EU zu verdanken, weil das ist nämlich ein EU-Gesetz, dass wenn ich ein Cookie hinterlasse, dann muss ich diese Meldung haben und darum kommt sie auch wirklich auf allen Seiten. Genau. Aber nur beim Moller erst einsteht, oder? Ich kann es natürlich wieder löschen oder wenn ich mit in private draufgehe. Es geht eigentlich nicht ums Cookie-Setzen, sondern es geht eigentlich der EU darum, dass ich darauf hingewiesen werde, dass da im Prinzip Cookies verwendet werden. Nebenbei bemerkt, wenn ich auf eine Facebook-Seite gehe, wo das Facebook-Symbol drauf ist, ja, ich muss nicht einmal drauf klicken, dass ich den Inhalt mit Facebook share. Alleine wenn ich das Symbol sehe, wird das ausgelesen und Facebook weiß schon, dass ich auf dieser Seite war. Ja. Da hilft was sehr Gutes. Adblocker. In die Host-Tabelle Adblock www.facebook.com zeigt auf 0.0.0. Okay. Dann muss das Problem weg.
kommt ja nicht mehr Facebook. Also ja. Ich bin ein großer Gegner des Dynamic Pricing. Und ich weiß auch, ich habe nicht nur Informatik, ich habe auch BWL studiert. Und daher weiß ich, was der freie Markt ist. Und ich habe den Eindruck, es wird den, uns, den Konsumenten, wird gesagt, ja, das ist ein Preis, ist gut, da kannst du kriegst einen Lieblingspreis, du, ihr könnt einen Lieblingspreis, muss ich ein bisschen schauen. Ja? Nur das ist natürlich ein blöder Schmäh und das stimmt nicht und das geht sich nicht aus. Der Hintergrund ist, die Unternehmer wollen mehr Erlöse haben, das ist ganz klar. Und der freie Markt, da kommen, der Preisbestand, der gerechte Preis, ja? Wenn geredet wird über den Marktpreis, meint man der gerechte Preis. Nur die Politiker wissen gar nicht, was das ist. Ja? Und das ist jetzt zum Beispiel die volle Information und genau die haben wir nicht. Das ist ja heute herausgekommen. Wenn wir Online-Buchungen haben oder Käufe haben, dann sitzen die Leute alle zu Hause und keinen Kontakt, das heißt, sie können die Preise nicht vergleichen. Wenn wir ins Geschäft gehen, ja, und ich frage, was kostet es, und der sagt zu mir 19,90, dann hört es die drei Leute um den Tisch stehen. Ja, dann sage ich, das ist auch 19,90, ich will nicht 22,50 zu. Ja, und da glaube ich, fällt sehr viel. Das Marketing heute, Preisverwirrung, Preisdifferenzierung, das Produkt wird geändert, es gibt zwei Pakete, wenn ich aussteige, kriegt er natürlich ein anderes, damit er wieder einsteigt. Ja, in Wirklichkeit ist das so. Also ich finde, das ist nur Schmäh, Verwirrung der Kunden, um nur das Geld zu machen. Und ich glaube, das wird uns als Kunden da sichern. Ich habe nicht, kann nicht bei allen Produkten dauernd nur kämpfen. Nicht bei einem Unternehmen. Ja. Bitte, wir stecken Hintergrenz aus. Können Sie da mit den Hintergrund machen? Weiß ich jetzt nicht, ehrlich gesagt. So, damit glaube ich einmal eine Pause, eine kurze. 15 Minuten. Danke.